Heute sprechen wir über das Urteil von Bochum. Herzlich willkommen, hier ist wieder Lil von Warum.kritisch. Wir sprechen heute nicht über das gestrige Urteil des Bundesverfassungsgerichts, so gut das auch für viele gewesen ist. Klar, viele haben seit gestern wieder ein bisschen mehr Vertrauen in den Rechtsstaat, allerdings müssen wir natürlich eins festhalten. Es ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Kommen wir nun aber zu dem Urteil von Bochum, das bereits in der letzten Woche gesprochen wurde. Kaum jemand hat darüber berichtet. Aber es ist wirklich ein sehr bedeutsames Urteil für die Zukunft. Worum ging es? Vor Gericht stand der Arzt Dr. Heinrich Habig. Das ist ein Naturarzt aus Mülheim und ihm wurde vorgeworfen, dass er falsche Impfbescheinigungen ausgestellt habe. Das ist auch richtig und das gab der Arzt auch zu. Er hat also Patienten, Patientinnen falsche Impfbescheinigungen ausgestellt, die sich nicht impfen lassen wollten oder nicht impfen lassen konnten. Unter anderem hat er auch Kindern einfache Kochsalzlösung gespritzt und ihnen aufgrund dieser Tatsache dann eine Impfbescheinigung ausgestellt. Zu seiner Verteidigung gab der Arzt an, ihm sei es aufgrund seines Gewissens nicht möglich gewesen, einen experimentellen Impfstoff zu verspritzen. Er berief sich dabei auf den Hippokratischen Eid, aber auch auf den Nürnberger Kodex. Und rechtliche Grundlage für ihn war der Paragraph 34 des Strafgesetzbuches, der einen Notfall dieser Art möglich macht. Dies alles interessierte jedoch die Richterin gar nicht. Stattdessen warf sie dem Arzt Habig eine rechtsfeindliche Gesinnung vor. Mehrere Prozessbeobachter konnten darüber hinaus feststellen, dass die Richterin Frau Beiwisch-Lepping wohl ziemlich hart gegen diesen Arzt von vornherein eingestellt gewesen sei. Und so habe sie ihn an allen Verhandlungstagen vor der Verhandlung jeweils stundenlang in einem kalten Gerichtskeller ausharren lassen und das tatsächlich gefesselt an den Händen und Füßen. Und diese Hand- und Fußschellen waren es auch, mit denen er tatsächlich in den Gerichtssaal jedes Mal vorgeführt wurde. Und erst kurz vor Beginn der Verhandlung wurden ihm diese Fesseln wieder gelöst. An einem Verhandlungstag hatte der Arzt im Übrigen Geburtstag und seine Frau wollte auf ihn zugehen und ihn umarmen. Das unterband die Richterin sofort und ließ ihn abermals wieder die entsprechenden Hand- und Fußschellen anlegen. Und während der Untersuchungshaft konnte der Arzt nur wenige Besuche empfangen. Es waren nur 2 Besuche wohl gestattet. Und diese Besuche fanden wohl unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen statt. Also üblicherweise ist wohl eine Person immer mit im Besuchszimmer. Aber bei ihm, bei Dr. Habig, waren es gleich 2 Personen. Die 2. Person war angehalten, die Gespräche zwischen dem Ehepaar genauestens zu verfolgen. Und an einem dieser Tage erzählte wohl die Ehefrau des Angeklagten von gemeinsamen Urlauben, um ihn ein bisschen aufzumuntern. Daraus wurde tatsächlich etwas völlig Abstruses gestrickt, so muss man sagen, denn man vermutete ab sofort, dass Dr. Habig wohl Fluchtpläne entwickeln wollte mit seiner Frau. Also völlig, völlig wirr. Das Urteil der Richterin Beiwisch-Lepping lautete 2 Jahre und 10 Monate ohne Bewährung und war sofort zu vollstrecken. Es erfolgte also sofort ein Haftbefehl, er wurde abgeführt und im Übrigen drohen weitere Prozesse diesem Arzt. Wie kam es überhaupt dazu, dass das Ganze überhaupt zu einer Anklage kam? Es gab da wohl eine Kollegin, eine Ärztin, die Verdacht geschöpft hatte und ihren Kollegen Dr. Habig angezeigt hat. So kam das Ganze tatsächlich ins Rollen und zur Anklage. Wie ist dieses Urteil einzuordnen? Also wenn wir uns mal andere Urteile der jüngsten Zeit anschauen, wo Täter wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, ob schon sie Kinder vergewaltigten, ob schon sie gemordet haben, dann ist dieses Urteil sicherlich unverhältnismäßig. Und ich möchte hier Stefan Homburg zitieren, der sich wie folgt zu diesem Urteil äußerte. Die Bedeutung des politischen Prozesses liegt darin,
dass er den Boden für die nächste Fake-Pandemie bereitet. Kein Arzt wird mehr wagen, die Verabreichung experimenteller mRNA-Impfstoffe zu unterlaufen. Fazit: Die Gerichte segnen damit die Entscheidung der Politik ab. Die Frage ist doch wirklich, sollten hier nicht andere vor Gericht stehen? All jene, die uns erzählten, die Impfung sei sicher, die Impfung hätten keine Nebenwirkungen. Was ist eure Meinung? Wer gehört eigentlich tatsächlich vor Gericht? Und zum Thema Masken. Auch da gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse. Denn dass Masken wirklich absolut schützen, hat sich als nicht richtig herausgestellt. Nichtsdestotrotz gab es auch hier in der Vergangenheit entsprechende Urteile. Ärzte, die Maskenatteste ausgestellt haben, wurden eingesperrt, wurden verurteilt und in einigen Fällen wurde bereits Berufsverbot ausgesprochen. Ich habe das Gefühl, dass hier tatsächlich an Dr. Habig und auch an anderen Ärzten ein Exempel statuiert wurde, damit in Zukunft alle Ärzte schön brav das umsetzen, was Politiker von ihnen erwarten. Und über die Richterin und ihre unfassbare Härte und Voreingenommenheit kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Ich würde mir sehr wünschen, wenn Dr. Habeck in Berufung gehen würde. Ob er das tut, weiß ich nicht. Sollte es hier Neuigkeiten geben, halte ich euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Ich wünsche euch erstmal einen sonnigen Tag. Habt keine Angst vor der Hitze, die jetzt kommen wird. Es ist völlig normal, dass wir auch in den kommenden Tagen 30, 31, 32 Grad Hitze werden ertragen dürfen. Bis auf ganz recht bald, wenn ihr wollt. Tschüss, eure Lynn.